Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge des Videotutorials zur Mitarbeit in der Wikipedia. In dieser Folge geht es um Diskussionsseiten. Grundsätzlich gibt es zu jeder Seite in Wikipedia eine Diskussionsseite. Allerdings dienen die Diskussionsseiten unterschiedlichen Zwecken. Die wichtigsten Typen von Diskussionsseiten sind Diskussionsseiten zu Artikeln, Diskussionsseiten von Benutzern und von Richtlinien- und Hilfeseiten. Diskussionsseiten zu Artikeln dienen ausschließlich der Verbesserung des Inhaltes des dazugehörenden Artikels. Hier kannst du zum Beispiel Aussagen im Artikel begründet bezweifeln, auf Unklarheiten im Artikeltext hinweisen oder Vorschläge zu seiner Verbesserung unterbreiten. Diskussionsseiten von Benutzern hingegen können auch zur Kommunikation mit anderen Benutzern genutzt werden. Etwa um neue Benutzer willkommen zu heißen, sich für Beiträge zu bedanken oder um Fragen an den Benutzer zu stellen. Auf Diskussionsseiten von Richtlinien- und Hilfeseiten geht es darum, über Richtlinien und Praktiken in der Wikipedia zu sprechen, zum Beispiel den Umgang mit Belegen und Quellennachweisen oder die Frage des neutralen Standpunkts in der Wikipedia. Darüber hinaus gibt es Seiten, auf denen du allgemeine Fragen oder Themen mit anderen Wikipedianern besprechen kannst. Auch wenn diese nicht Diskussionsseiten heißen, wird dort genauso verfahren, zum Beispiel in der Wikipedia-Auskunft oder auf der Seite zu Fragen von Neulingen. Die Bedienung von Diskussionsseiten ist in der ganzen Wikipedia gleich. Schauen wir uns doch einfach mal an, wie es funktioniert. Gehe zunächst zu der Artikelseite oder der Benutzerseite, auf der du einen Kommentar abgeben willst. Dort klickst du dann einfach auf den Link Diskussion in der oberen Seitenleiste. Der Reiter links daneben führt wieder zurück auf die ursprüngliche Seite. Eine Diskussionsseite kann zur besseren Übersicht in mehrere Abschnitte aufgeteilt werden. Um einen Kommentar einzufügen, klickt man auf den Bearbeiten-Link und sucht im großen Textfeld die Stelle, an der man seinen Beitrag einfügen möchte. Damit Diskussionen übersichtlich bleiben, werden die einzelnen Beiträge eingerückt. Schreibe einfach einen Doppelpunkt vor deinen Kommentar, um ihn um eine Stufe einzurücken. Mit jedem weiteren Doppelpunkt rückst du den Text jeweils um eine Stufe weiter ein. Wenn du auf einen Beitrag antworten willst, dann rücke deine Antwort um eine Stufe mehr ein als den Originalbeitrag. Überspringe dabei aber bereits vorhandene, bereits eingerückte Reaktionen auf diesen Beitrag und antworte erst unterhalb von diesen und setze deine Antwort durch eine Leerzeile von den bisherigen Antworten ab. Damit die Diskussionsbeiträge richtig zugeordnet werden können, ist es wichtig, dass du alle Kommentare unterschreibst. Bitte achte darauf, dass sich der Cursor am Ende deines Beitrags befindet und klicke auf das Icon Signatur und Zeitstempel in der Werkzeugleiste. Mit zwei Bindestrichen und vier Tilden kannst du die Signatur auch manuell eingeben. Wie immer speicherst du deinen Beitrag mit Seite speichern ab. So, jetzt weißt du, wie man mit Diskussionsseiten arbeitet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.